Hallo und herzlich willkommen auf Mathes Clash Channel. Ich habe heute wieder mal ein Clankrieg Review am Start. Und zwar gegen den Clan Masri. Wir sind ziemlich erfolgreich aus diesem Clankrieg hervorgegangen. Denn wir haben mit 61 zu 46 Sternen gewonnen. Das war einer unserer besten Clankriege, die wir je hatten, würde ich sagen. 83,8% Gesamtzerstörung im Vergleich zu 68,5% ungefähr. Und ihr seht's auch. Wir haben 61 Sterne geholt und das bei einem 25er CW. Das ist ziemlich gut. Da muss ich auch mal ein Lob aussprechen an den ganzen Clan. Da haben wir uns richtig ins Zeug gelegt. Bei 48 gewonnenen Angriffen und nur einem verlorenen Angriff. Im Vergleich dazu hatten die Gegner 12 verlorene Angriffe. Und genauso viele 2 Sterne wie 3 Sterne und zwar 12 an der Zahl. Also da haben wir echt eine gute Leistung gezeigt. Und wir schauen uns jetzt natürlich mal wieder ein paar von den besten Angriffen aus dem Clankrieg an. Ihr seht auch unten sind die meisten gedreisternt. Bis auf eine Nummer, glaube ich, ganz unten haben wir da alle auf 3 Sterne bekommen. Und der erste Angriff ist von Wilders, nicht unserer Nummer 16, gegen die gegnerische Nummer 16, Islamzi von Masri. Und die Armeeaufstellung ist etwas besonders. Und zwar geht er mit 12 Hexen an den Start, komplett ohne jegliche Magier. 2 Golems, einer von ihm selber, einer aus der Clanburg, Königin und König und 7 Schweinereiter hat er noch dabei. In der gegnerischen Clanburg sind Drache und Loons drinnen. Die gehen aber relativ schnell down, da sich die Königin dem annimmt. Und die Hexen können durch die wirklich große Fläche hier in der Base sich sehr gut entfalten. Alle laufen jetzt in Richtung von der Mitte, vom Rathaus und von der Clanburg. Die Königin arbeitet an der Seite und da kommen jetzt von rechts unten noch die Schweine und ein Heilzauber, um die Schweine am Leben zu halten. Die Hexen breiten sich weiter aus, springen über den Sprungzauber in die Mitte rein und ein Wutzauber beschleunigt alle weiter. Die Königin bleibt sicher irgendwo dahinter, während die kleinen Skelette den Schaden auf sich nehmen. Sniped die Königin ganz brav das Rathaus. Der X-Bogen wurde jetzt auch zerstört und rechts unten sind die Schweine leider draufgegangen. Und die komplette Masse verteilt sich jetzt auf die linke Seite und dreht praktisch da dann einmal im Kreis herum. Es geht jetzt durch die Mauer durch, in das nächste kleine Feld hinein. Der König ist jetzt gerade down gegangen, aber die Hexen machen da eine ziemlich gute Arbeit. Und die kleinen Skelette räumen alles auf. Zu dem Zeitpunkt jetzt sieht es eigentlich noch nicht so danach aus, dass das 3 Sterne werden könnten. Weil ein X-Bogen ist noch da, ein Magierturm ist noch da. Die Königin hat nur noch relativ wenige Lebenspunkte. Aber sie hat auch noch ihre Fähigkeit, die jetzt genau gezündet wurde. Und es sind wirklich noch 7-8 Hexen am Leben, die immer wieder und weiter neue Skelette spawnen. Der Magierturm, der sehr gefährlich ist mit seinem Flächenschaden, ist jetzt gerade down gegangen. Und diese schiere Masse an Skeletten verteilt sich jetzt weiter durch die Base und wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Die Skelette laufen jetzt wieder in die Mitte rein, haben da ihren Weg gefunden, zerstören X-Bogen und Tesla. Die Bomben machen dann auch nichts mehr, da wieder neue Skelette gespawnt werden können. Und jetzt sehen wir schon, es ist nur noch ein kleines Feldchen übrig und die letzte Verteidigung ist gerade eben gefallen und die Skelette übermannen die letzten Gebäude. Schöne 100% und 3 Sterne von Wilders nicht. So, dann schauen wir mal etwas weiter. Ich habe noch weitere schöne 3 Sternangriffe und zwar hier einen von Thomas auf die Nummer 19. Es war auch der allererste Angriff von Thomas auf seinen Gegenüber. Diesmal mit GoVV, also diesmal mit Magiern dabei. Und er kommt hier von links rein mit 3 Golems, ein paar Mauerbrechern, King und Queen, Magier hinterher und jetzt auch noch die Hexen. Ein Lavahund ist in der Clanburg drin und der Sprungzauber liegt jetzt in der Mitte, damit praktisch die Golems von den äußeren Ecken und auch die Skelette und die Hexen da schön reinlaufen können. Und man sieht wirklich, der Sprungzauber ist wirklich perfekt geworfen. Sowohl oben als auch unten kommen die Truppen rein und springen in die Mitte. Und König und Königin folgen jeweils von den anderen Seiten. Der König von oben, die Königin von unten. Und ein Wutzauber in der Mitte erfasst so ziemlich die kompletten Truppen von Thomas. Alle werden in der Mitte beschleunigt
und haben so die Mitte sehr, sehr schnell übermannt. Dann laufen sie weiter in Richtung nach oben. Der Magierturm wird auch... der Magierturm macht, glaube ich, noch ein bisschen Schaden. Der Golem und der König fräsen sich da ihren Weg durch. Unten ist die Königin weiterhin mit ein paar Hexen am Werk. Und auch der Magierturm unten ist jetzt gefallen. Der Magierturm oben bleibt aber ganz, ganz knapp noch stehen. Und von den Außen her cleanen noch ein paar Magier rechts oben. Und glücklicherweise ist noch ein Golem am Leben, der unten noch die restlichen Verteidigungen tankt. Der König ist jetzt nämlich down gegangen. Und jetzt kommen noch die Magier von rechts oben, die dann noch aufräumen, während noch die kleinen Golems den Schaden auf sich ziehen. Die Königin ist auch noch da, hat auch noch ihre Fähigkeit und räumt von unten her auf. Und so langsam könnten wir das Ganze mal etwas beschleunigen. Der letzte Tesla ist jetzt dann, wird jetzt dann gleich fallen. Da sehen wir die Magier, wie sie noch am an einem Goldlager arbeiten. Und da ist der Tesla jetzt gefallen. Keine Verteidigung mehr, bis auf diesen einen Magierturm da oben. 20 Sekunden noch übrig vom Angriff. Und jetzt beschleunigen wir es, denn es sind nur noch Sekunden, bis die Königin nach oben läuft, ihre Fähigkeit zündet und den Magierturm zerstört. Und da war noch eine Kaserne da unten. Aber die wurde auch gekleed. Sehr, sehr schöne 3 Sterne von Thomas gegen Mohammed Weil, der Nummer 19 vom Gegner Masri. Und dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen nach oben. Weiter nach oben zu Rathaus-Szene-Angriffen. Und zwar unsere Nummer 1 auf die gegnerische Nummer 1. White Knight von Masri verteidigt gegen unseren Mr. Nice Try. Da kommt er von links mit ein paar Mauerbrechern. Und geht das Ganze mit 4 oder ich glaube sogar 5 Golems an. Also 5 Golem-Taktik, wieder eine etwas andere Taktik. Magier hinterher, keinerlei Hexen. Ah, ich sehe es, eine 4 Golem-Taktik mit einem Packer und noch weiteren Magiern. Sehr, sehr weit verteilt ist hier sein Angriff. Wir haben ganz, ganz oben einen Golem, in der Mitte 2 Golem, ein Golem unten. Sehr, sehr weit auseinandergestreckte Magier. Und in der Mitte eben der Sprungzauber für König und Königin, die auf Level 40 sind und die alleine relativ viel Schaden zufügen können. Unten sieht man schon, sind sehr, sehr viel Prozent gefallen. Wir sind jetzt gerade 50, 52, 54 Prozent sind schon gefallen. Heißt, der erste Stern ist schon da und die Königin hat jetzt gerade eben das Rathaus zerstört und den zweiten Stern beschert. Der letzte Inferno fällt jetzt auch noch durch die Königin. In der Mitte arbeitet sich noch der Päcker durch. Der geht jetzt aber auch gleich down. Unten gibt es keine Truppen mehr und oben arbeiten noch ein paar Golems an dem letzten X-Bogen. Und die Königin arbeitet auch noch an ein paar Truppen, an ein paar Gebäuden. Und so haben wir momentan 73%. Und jetzt schaut er noch, wo er noch was snipen kann. Rechts ist noch ein Lager, das vielleicht noch möglich ist zu zerstören. Und der allerletzte Bogi schafft da noch 1%. Und wir landen bei 74% gegen die Nummer 1 vom Gegner. Richtig, richtig starker Angriff. Und auch wichtige Sterne für uns. Dann der heroischste Angriff von uns, den muss ich natürlich auch zeigen. Der war von Larry, unsere Nummer 6, auf die gegnerische Nummer 6 Mina. Und wir sehen hier ein Rathaus 10. Von den Verteidigungen her sind sie eigentlich alle relativ hoch, aber die Mauern sind noch nicht so weit entwickelt. Sehr, sehr interessante Idee hier. Von oben mit Erdbebenzaubern macht Larry da den Weg auf. Das heißt, dieses kleine Feld, wo das Rathaus drin steht, ist nicht mehr ein kleines Feld, sondern wirklich, wirklich hier ein großes, breites Feld, durch das die Hexen sehr, sehr gut mit ihren Skeletten durchpflügen können. Und von oben kommen dann die Golems, King, Queen, Magier. Und dahinter setzt er jetzt all seine Hexen, die dann in die Mitte reinlaufen. Ein Freeze auf den Inferno ist sicherlich wichtig. Und der Drache in der Klamburg stört auch nur ein bisschen, wird aber auch gleich von den Magiern auseinandergenommen werden. Das Rathaus steht so ein bisschen am Rande. Also wir haben es hier eher mit so einer Anti-Base zu tun. Da hat sich aber Larry eigentlich eine ziemlich gute Taktik überlegt, da er relativ viele Prozent schnappen kann an den Seiten, auch wo die Hexen jetzt noch
ganz leicht ein paar Prozente mitnehmen, als auch eben das Gratos in der Mitte. Das ist jetzt aber etwas schwierig, das noch zu bekommen, da einer der Multi-Infernos noch an seinem Werk ist. Aber im Endeffekt schaffen es dann doch die Hexen und die Magier, den Multi-Inferno zu übermannen. Und wir sind bei 45% und glücklicherweise leben rechts aus noch 5 Hexen, die noch ihre Arbeit verrichten und die restlichen Prozente einsacken. Heißt, der eine Stern für 50% ganz, ganz einfach geholt, der andere fürs Rathaus war hingegen etwas schwieriger. Und da beschleunigen wir einfach mal alles, denn die Hexen werden nur noch ein paar Prozente aufnehmen und sich durch die Base arbeiten. Somit landen wir am Ende bei deutlich und weit über 60%. Hier sehen wir es, das letzte Lager fällt gerade noch so um 67% bei diesem Angriff von Larry auf die gegnerische Nummer 6. Bei 2 Sternen gegen Rathaus 10 kann man, glaube ich, nicht meckern. Und jetzt schauen wir uns noch mal irgendwas von weiter unten an. Und zwar ein Aufräumangriff von Quirin, unserer Nummer 22, auf die gegnerische Nummer 23. Er hat schon gewusst, was in der Clanburg drin ist. Und zwar werden wir das gleich sehen. Es kommt ein Drache raus und die anderen zwei sind Ballone, die aber natürlich durch die eigenen Loons von Quirin nicht aus der Clanburg gezogen werden. Das war auch so Sinn und Zweck der Sache. Mit einem Boogie wird der Drache nach unten geholt und mit der Königin und ein paar Lakis zerstört er dann den Drachen. Und sein primäres Ziel ist jetzt nicht nur die Clanburg, sondern auch noch die Königin da oben. Denn er hat Lavaloon mitgebracht und der König nimmt sich der Königin an und auch der Tesla wird besiegt. Und jetzt kommen dann so langsam von unten, von links 2 Lavahunde und rechts ein Lavahund aus der Clanburg. Die Loons hinterher und Rage-Zauber beschleunigen die ganzen Loons dann auf ihrem Weg in die Mitte hinein. Die Lavahunde arbeiten an den Luftabwehren. Die Loons haben sich etwas zu Häufchen zusammengerauft und von rechts kommt jetzt noch der letzte Lavahund, der vierte und noch ein paar verbleibende Loons hinterher. Sein Giftzauber hat Quirin gar nicht benutzt, den hat er wohl vergessen, aber Speedzauber bleiben ihm noch übrig, die auch auf dem restlichen Weg noch sehr, sehr hilfreich sind, um die verbleibenden Luftabwehren zu zerstören. Und wir sehen jetzt schon, dass die Base und alle Verteidigungen eigentlich schon down sind und jetzt ist es nur noch Cleanup, das getan werden muss. Und da beschleunigen wir auch den Angriff einfach mal. Die Loons arbeiten noch, die Queen ist auch noch da und da haben wir auch wieder mal schöne 3 Sterne von Quirin. Wir haben jetzt schon Go VV, dann Go Wipe, Lava Loon gesehen, ziemlich viele verschiedene Angriffe. Dann würde ich mal sagen, habe ich noch einen, und zwar wieder mal mit einer anderen Taktik. Ich bin nur noch auf der Suche nach ihm. Und zwar fehlt heute noch Go Hawk. Ich glaube etwas weiter oben. Und zwar ist der Angriff von Jensen. Na, dauert wohl etwas länger. Da haben wir ihn. Jensen auf Maudi. Oder Moody, oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ziemlich enges Space-Layout. Daher sind da Hawks sehr, sehr praktisch. Die Magier fangen erstmal an, von rechts oben zu cleanen. Und die Hawks werden dann nachher wüten. Rechts die Königin ist das Ziel. Ein Golem und die ganzen Magier, die restlichen, kommen hinterher. Die Königin springt über diese kleine Mauer drüber. Ein Giftzauber trifft sowohl die Königin als auch die gegnerischen Truppen, die aus der Clanburg gekommen sind. Und Jensens Königin hilft mit, die Truppen zu besiegen. Genauso wie die Magier, die jetzt noch an der Königin bzw. an den gegnerischen Clanburg-Truppen arbeiten. Der Drache ist noch da und da setzt er schon die Hawks. Die Queen arbeitet noch am Drachen, der jetzt gestorben ist. Und die Hawks in einer riesigen langen Schlange wälzen sie sich jetzt durch die gegnerische Base. Sie haben sich etwas aufgesplittet, aber das ist ganz gut so. Denn wir kommen jetzt hier 2 Bomben, aber er fängt es ziemlich gut ab mit weiteren Heilzaubern. Oben sind jetzt noch 2 Teslas stehen geblieben. Da wenden sich jetzt aber 2, 3 Hawks hin.
Die andere Hauptmasse läuft weiterhin gegen den Uhrzeigersinn um die Base herum, gerade beim X-Bogen, und ein Heilzauber verbleibt noch für die Hawks. Der König arbeitet etwas an den Schweinen, aber sie machen sich jetzt auf den Weg, um die restlichen Verteidigungen zu besiegen. Eine weitere Bombe verpufft hier etwas wirkungslos, glücklicherweise, und auch die restlichen Schweine sind jetzt noch in den Heilkreis hineingelaufen. Etwas nervig sind hier die kleinen Skelettfallen und der König natürlich, die an den Schweinen arbeiten. Und links unten sehen wir, steht noch ein Tesla, und die Schweine jetzt auf dem Weg zur allerletzten Verteidigung laufen mitten durch die letzte Bombe durch. Und diese Bombe gibt ihnen leider den Rest. Der Tesla schafft es gerade so zu überleben. Und der einzige, der noch verbleibt, ist Jensens König. Sehr, sehr schade. Hätten die letzten Schweine da noch überlebt, wären das definitiv mehr Sterne geworden. Der König ist leider nur noch am Aufräumen. Und die Zeit läuft dann auch langsam hier aus. Und so bleibt es leider bei einem Stern. Aber manchmal funktioniert es leider nicht. Das war etwas Pech da mit der letzten Bombe, die dann da noch gezündet wurde. Der letzte Angriff dann auf die Nummer 11 war von Disqualifiziert. Den habe ich leider letztens etwas falsch ausgesprochen. Das tut mir leid. Noch einmal Entschuldigung. Ich hoffe mal, diesmal hat es gepasst. Ein Aufräumangriff auf dieselbe Nummer, die Jensen gerade eben angegriffen hat. Und auch unser höchster 3-Sterne-Angriff. Und zwar mit GoVV und einer, ja, wieder mal einer etwas besonderen Zusammenstellung an Spells, an Zaubern. Und zwar hat er 4 Geschwindigkeitszauber dabei. Ein Sprungzauber macht hier rechts den Weg auf für die 4 Golems, die hier vorbeilaufen. Und der Drache wird von den Magiern angegriffen, die Nuns werden auch unter Beschuss genommen von der Gegner, von der Königin, und die Speedzauber beschleunigen die Golems hier durch die gegnerische Base. Wir sehen hier, die ist so ein bisschen so schlauchartig hier oben aufgebaut, und die Speedzauber passen da perfekt in diese 2 Schläuche hinein, und die Truppen laufen einmal gegen den Uhrzeigersinn, genauso wie die Schweine vorher von Jensen, einmal gegen den Uhrzeigersinn herum. Ein Sprungzauber macht hier auch für die äußeren Golems wieder den Weg auf in die Mitte rein, einmal so um die Kurve herum, und die Magier, die hinterherlaufen, genauso wie die Hexe, säubern hier noch schön die einzelnen Verteidigungen. Hier sind immer noch 1-2 Golems und ein kleiner Golem da, eine Hexe ist noch am Werk, die Königin steht in der Mitte und räumt noch ein paar Verteidigungen weg, und von außen kommen noch ein paar Magier hinterher, die noch die verbleibenden Verteidigungen und Gebäude zerstören. Vier kleine Golems sind noch am Leben. Und wir sehen jetzt schon nur noch ein Tesla und eine Kanone stehen. Heißt, es sieht schon ziemlich gut aus. Die Königin arbeitet noch an einer Mauer, um wieder herauszukommen. Und wir beschleunigen das Ganze wieder mal. Der letzte Tesla fällt. Und hier haben wir keine Verteidigung mehr, die den Truppen im Weg stehen kann, sondern nur noch eine kleine Bauhütte, die von 2 Skeletten auseinandergenommen wird. So, das war, glaube ich, das letzte Replay von den Angriffen aus dem Clankrieg gegen Masri. Das waren jetzt ziemlich viele, und wir sind auch mit unseren 61 Sternen ziemlich zufrieden. Eigentlich im unteren Hälfte alles G3-Stern, nur ein einziger 1-Stern, der uns, glaube ich, bei der Nummer 7, wo wir dann keine Angriffe mehr dafür hatten. Aber die Gegner haben auch teilweise ein bisschen Mist gebaut, und wir sind ziemlich zufrieden, und wir hoffen mal, dass wir das weiterhin in den nächsten Clankriegen so fortführen können. So, das war's schon wieder mit meinem Clankrieg-Review. Freut mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, weil es waren wirklich viele Replays, aber auch ziemlich gute dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet beim nächsten Clankrieg-Review, der hoffentlich wieder genauso viele gute 3-Sterne-Angriffe bereithalten wird. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos auf meinem Channel.